Fuck, du bist ein Dieb. Keiner mag dich. Na halt, hier geht's noch weiter. Die linke Röhre müsste es sein. Guck mal, da fliegen Pilz. Hey. Kann auch sein, dass wir in der Fliegenpilzröhre nach oben müssen. Eine Lichtung. Tiere. Haben so gefeiert, weil wir das gesehen haben, ey. Boah, voll geil, guck mal, Tiere. Als Kinder. Also, wo wir noch klein waren. So richtig und so. Wenn die große Zerstörung naht, wird ein Held kommen, der drei Amulette trägt. Er wird das Schwert ziehen können, denn er ist ein Nachfahre der tapferen Ritter. Link, ich bin es. Ich kann es kaum glauben, dass du tatsächlich das Masterschwert errungen hast. Nachrichten verbreiten sich schnell. Ich glaube, dass du mit diesem glänzenden Schwert die böse Macht des Zauberers niederschmettern kannst. Das Schicksal dieses Landes liegt in deinen Händen. Ich habe Vertrauen in dich. Dankeschön. Nochmal Tiere. Und wir haben das Masterschwert. Link, Hilfe! Die Brückwachen dringen in die Kathedrale ein. Telepathische Standleitung. Geht übrigens auch mit diesem Schwert. Man hat das ja wesentlich mehr Bums und glänzt halt schöner und ist vor allen Dingen länger. Mehr Reichweite. Mein Abdrücken im Wald. Ah, viel besser. Oh. Na. Und die beste Besonderheit am Masterschwert ist ja Voraussetzung ist jetzt, dass einer von denen uns jetzt ein Herz gibt. Okay, dann bleibt es halt noch ein bisschen geheim. Oh, ich wollte ins Dorf. Gesuchte Anführer von Zelda, ja. Jetzt haben wir volle Leben. Und die beste Fähigkeit des Masterschwerts ist diese. Wenn wir volle Herzen haben, können wir Blitze, Wirbeldinger schießen. Die einen halben Masterschwert, also die haben eine halbe Kraft von einem Schwertschlag. Und das ist ungefähr so viel, glaube ich, wie unser altes Schwert hatte. Erst wenn mein Kollege wieder auftaucht, können wir dein Schwert härten. Tut mir leid. Schade. Das ist nämlich der Dorfschmied. Und bei dem können wir das Masterschwert nochmal verbessern lassen. Thank you.
Ja, das meine ich. Und das ist super cool. Ja, und es zieht genauso viel ab wie unser altes Schwert. Währenddessen wir, wenn wir sie genau treffen, eigentlich die Hälfte an Schlägen brauchen. Scheiße. Das geht auch, wie gesagt, nur mit vollen Herzen. Die Hexe rührt wie eine Wilde. Hihi, danke, junger Mann. Geh gleich mal in den Magie-Shop, dann bekommst du etwas Gutes. Hihihihi. Und die alte Hexe hat uns derweil mal was zusammengebaut. Das Zauberpulver streue es auf Gegner und viele andere Dinge. Und das hat den folgenden Effekt. Kann man hier besonders gut an den grünen zeigen. Komm her. Diesen. Und wenn das nicht super cool ist. Dann weiß ich auch nicht. In diesem Wasserfall ist anscheinend nichts. Mal sehen, wo man noch so hinschwimmen kann. Unter so einem einzelnen denke ich nicht, dass was versteckt ist. Da eher noch unter hier sowas. Aber wir haben den einen eigentlich schon gefunden. Mit dem Wünsch dir was Brunnen drunter. Und hier vorne ist ein Strudel. Und mal sehen, wo der uns hinträgt. Ach, guck mal einer an. Genau zu uns nach Hause. Trägt er uns. Und wir lassen den Blick mal kurz über die Karte schweifen. Ich weiß nicht, ob wir da noch irgendwas hatten, wo ich dann später nochmal... Ich wollte da aus irgendeinem Grund nochmal hinlaufen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch nochmal. Und ansonsten ist ja eigentlich... erstmal nichts weiter zu beachten. Wir können dann Agonim eigentlich schon ein bisschen... gucken nochmal in der Kathedrale vorbei und dann können wir ihm eigentlich die Stirn bieten. Denn wir sind mit dem Masterschwert mehr als genug ausgerüstet, um dem aufs Maul zu hauen. Oh, ich habe vergessen, was da hinten war und weiß jetzt nochmal, ob ich da unbedingt nochmal hingucken wollte oder nicht. Anscheinend nicht. Weiß nicht mehr genau, was hier drin war, aber
War eine große Fee, oder? Ne, vier kleine Feen. Ach so, deshalb. Falls ich mal Feen brauche, war ja hinten die Ecke ganz gut. Nun gut. Dann auf zur Kathedrale. Gibt's hier oben was kostenlos? Nö. Gut. Ohne diese Laufstiefel würdest du dir hier so einen Wolf rennen, ey. Aber eben durch die Laufstiefel geht's eben relativ gut. Also auf in die Kathedrale. Mal sehen, was es da zu berichten gibt. Link, du kommst eine Sekunde zu spät. Ich konnte es nicht verhindern, Zelda. Die Soldaten haben sie entführt. Sie brachten sie ganz oben in den Brückturm. Du musst sie finden, bevor der Zauberer seine Magie gegen sie anwendet. Elektrisch aufladen und wegbeamen so. Bitte, du bist unsere einzige Hoffnung. Okay, der Priester ist tot. Alles geht zum Teufel. Und ich würde sagen, ich mache jetzt mal eine Aufnahmepause. Und beim nächsten Mal können wir dann Agon in die Fresse hauen. Wir haben nämlich jetzt eigentlich soweit. Ich würde sagen, wir könnten eigentlich, ich überdenke es nochmal so in der Aufnahmepause dann. Aber ich denke, wir wären jetzt soweit. Vielleicht fällt mir noch irgendwas ein, was ich vorher noch holen möchte oder so. Aber wir haben schon den Eisstab und den ganzen Krempel. Hier gab es, glaube ich, auch bloß Müll. Irgend so eine Wahrsage, Alter. Nee. Ein Shop. Na gut. Hat aber jetzt auch nichts Spannendes gehabt. Ach, hier ist der Wahrsager, Alter, okay. Der hat gar nicht das Schild getroffen. Oh je. Ich sehe, du hast bestimmt ein interessantes Schicksal. Lass mich in die Zukunft sehen. Es wird auch nicht teuer. Na gut. Ich sehe, der wahre Held springt bei der Schmiede in den Brunnen. Das kostet dich 20 Rubine. Hier noch ein wenig frische Energie. Was ist denn das für eine eklige Musik, ey? Bei der Schmiede in den Brunnen, da war ich auch ohne dich drauf gekommen. Jetzt weiß Gott kein Geheimnis. So, die 20 Rubine holen wir uns natürlich wieder. Weil wir jetzt auf. Na gut, wir gehen jetzt auf Speichern und Enter. Na gut, dann holen wir es uns nicht wieder. Hier nochmal gucken. Wir können jetzt die Abkürzung in die Wüste nehmen, zum Beispiel. Haben wir uns schon freigespielt durch unsere Handschuhe? Ja, komm. So. Können wir jetzt zum Beispiel einfach hier runter gehen? Wir könnten uns noch so ein Medaillon holen, wenn wir das unbedingt wollen. Aber das können wir in der nächsten Aufnahme machen. Und im Dorf sollte eigentlich alles soweit paletti sein. Waren wir eigentlich auch gerade?
In dem Haus waren wir, in dem Haus waren wir. Unten haben wir ein bisschen Glücksspiel betrieben, hat uns nicht viel gebracht. Da waren wir im Wald effektiver auf jeden Fall. Da waren wir drin. Ist der Junge, ne? Ne, ist ein Vater. Okay, hier waren wir noch nicht. Es ist nicht leicht, hier reinzukommen. Was? Aber du bist herzlich willkommen. Früher lebte hier im Dorf ein Junge, der durch seine Flöte mit Tieren sprechen konnte. Mit seinem zahmen Vogel, der ihn überall hinflog, durchstreifte er das Land. Sicher hatte seine Flöte magische Kräfte. Hört sich doch so an, oder? Hört sich so an, auf jeden Fall. Ach, das ist das Schmetterlingsnetz, Junge. Das ist die blöde Alte. Da oben wohnt die Frau vom Dorfältesten. Der Mr. Blinden, seine Diebesbande, die sich in alle Himmelsrichtungen zerstreut hat. Die andere Alte, ne, genau. Park und hier unten der Junge. Und mehr ist nicht. Hier unten das einzige Haus, das man betreten kann. Hier kann man noch Rasen mähen, wenn man dann möchte. Kann aber passieren, man findet eine Biene. Dann kann man nochmal einen Shitstorm provozieren. Komm her, blödes Huhn. Stirb doch, du blödes Huhn. Jetzt haben sie es gefunden. Hier ist der Angriff aber noch wesentlich unspektakulärer als in Ocarina of Time. Was ich das so gesehen habe an Videos. Jetzt ruckelt die Aufnahme. Ein Zeichen, hier das zu beenden. Na dann, bis zum nächsten Mal, wenn es heißt, wir hauen Agalem auf die Fresse. Bis später.